Nun gut, wir fangen trotzdem an, obwohl ich nicht so genau weiß, liebe Leute. Was das hier nur ist, ja? Es ist auf jeden Fall Biohazard, ein blauer Zerg gegen einen Barco-Terraner. Und laut Loading Screen war einer Platin, einer Silber, aber ich weiß nicht, ob das Leather ist, weil Leather ist ja in der Regel blau gegen rot und das ist ja hier blau gegen grün. Gibt es auch grün in der Leather? Kann man da mittlerweile was einstellen, dass man da so eine Favorite-Farbe hat oder so? Ich weiß es nicht. Ja, und wir haben uns gerade ein bisschen über aktuelle Spiele unterhalten, liebe Leute, und Konsolenkram. Watch Dogs kommt ja nächste Woche raus. Und da gibt es ja sehr schöne Szenen von der E3. Ja, das ist ja die Electronic Entertainment Expo, also 3xE, also die Messe für Videospiele, eine der größten der Welt in, weiß ich nicht, Los Angeles oder so. Und da gibt es halt einen schönen E3-Trailer von 2012, wo Watch Dogs richtig fett aussieht. Richtig schöne Effekte, schöne Spiegelung, schöne Partikel, schöne alles, alles gut. Und jetzt gibt es einen neuen Trailer, der sieht auf einmal im Vergleich zu dem von 2012 aus wie ausgekackt. Ja. Weil Ubisoft ein bisschen zurückgerudert hat. Und ich habe das eben schon mal erzählt, nicht aber für euch, YouTube-Wattgucker, nochmal hier Watch Dogs, hat Ubisoft vor ein paar Monaten noch gesagt, hier für PC Ultra, da brauchst du ein i7 4770 und eine GTX 780, damit du Ultra spielen kannst. Und jetzt sagen sie, du brauchst irgendeinen guten Vierkerner und eine GTX 670. Also statt der High-End-Karte der aktuellen Generation, eine Mittelklasse-Karte der letzten Generation reicht aus für Ultra. Das ist halt schon enorm, was da... Ich meine, eine GTX 670 ist nach wie vor eine Top-Karte, aber es ist halt schon... blöd. Ich find's doof. Weil wir ja eben gerade auch darüber gesprochen haben, ob es sich lohnt, eine PlayStation 4 zu haben, eine Xbox One zu haben, haben wir mal kurz geguckt, was es so für Spiele gibt. Und in der Regel, also es gibt so 20, 30, 40 Spiele für jede Konsole, aber da ist halt nur Müll der größte Teil. Ja, da gibt es hier ein Forza, da ein Killzone oder vielleicht ein Halo und ein Assassin's Creed, aber sonst ist es das gewesen. Ja, Forza vielleicht noch. So ein bisschen Need for Speed, so ein bisschen Trials, Fusion oder Evolution, dann irgendwelche Lego-Hobbit-Kram oder... Das ist halt noch nichts Dolles dabei. Ja, was sehen wir überhaupt? Frost, der Zerg rechts, der Terraner oben links spielt. CC First oben am Highground. Und ja, wir haben Zeit, uns hier zu unterhalten. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Aber es wird sowieso lustig und interessant. Es gibt ja bald auch noch die Steam-Boxen. Ja? Mit Steam, mit seinem eigenen Betriebssystem. Ja? Diese Steam-Box mit Steam-OS. Dann gibt es ja eigentlich auch noch die Wii U, die aber keinen interessiert. Die verkauft sich nicht sonderlich gut. Und ja, dann gibt es hier und da noch so ein paar Android-Konsolen oder so ein paar andere kleinere Dinge. So, ja. Aber es lohnt sich alles nicht so richtig, glaube ich. Außer SteamOS vielleicht, also Steambox. Obwohl die wahrscheinlich ziemlich teuer sind. Aber egal, man kann sich die vielleicht ja auch selber bauen. Ich weiß das nicht so. Auf jeden Fall auf der einen Seite, Le Overlord hat gesehen CC First. Doppelgas hat er nicht gesehen. Aber CC First hat er schon mal als Information. Und damit ist der Terraner eigentlich schon mal ganz gut dabei. Denn der Zergi hat, glaube ich, weiß nicht mehr so genau, ich glaube Pool First gespielt. Aber auf jeden Fall ist Terra mit CC First ganz gut dabei. Ja? Sehr schön. Bunker ist auch schon da. Also das macht er hier ganz ordentlich. Und der Barcode soll übrigens laut E-Mail der sein, der Erik, der das Map-Hack-Spiel gespielt hat. Ja, das Game 666 bei mir auf YouTube mit dem Map-Hackenden Protoss. Dritter Hatch übrigens jetzt hier schon von Zerg. Und das verwundert mich jetzt. Da habe ich eigentlich, als ich in der E-Mail gelesen habe, ja, hier diesmal ein Spiel ohne Map-Hack, habe ich eigentlich gedacht, dass derjenige, der hier der Spieler ist, den wir kennen, der Gashem ist. Ja, der hieß ja in dem Spiel Game 666. Der hieß Gashem. Der Terraner. Jetzt ist es Barcode und der Barcode war eigentlich der Map-Hacker. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Hast du zwei Accounts oder bist du vielleicht der Map-Hacker gewesen, der jetzt Terra spielt? Ich weiß es nicht. So, er geht mit ein paar Lingen rüber, der Zerg, aber da wird er nicht weit kommen. Bunker steht, Wall ist dicht. Terra hat jetzt hier vorne auch schon die Factory, Stim kommt, Speed gleich fertig. Und sonst?
Ja, was gibt es sonst so in der Welt des PCs? Es gibt ja die wundervolle Titan Z. Der Witz von Nvidia des Jahres, ja, soll zwischen 3.000 und 4.000 Dollar kosten. Also angekündigt war sie anfangs für 3.000. Einige Händler haben sie jetzt schon nicht lieferbar gelistet für 4.000 Dollar. Ja. Und kann weniger als die Dual-GPU-Karte von AMD, die nur 1.400 kostet. Was schon schweineteuer ist, aber sie ist in den meisten Benchmarks langsamer. Was sehr lustig ist. Kaufst du dir schon für 4.000 Euro eine Grafikkarte oder 4.000 Dollar, was wird wohl auch dann hier um 1 zu 1, ist ja immer so. Ja, die Amis bezahlen ja auch nur 399 Dollar für eine Playstation, hier bezahlst du 399 Euro. Ja, das wird ja in der Regel 1 zu 1 umgedingens. Zerg droht, macht Rogers, Terra hat halt hier ja, Bioplay in Planung, Starport ist da. Ja, die teure, die einwandfreie Nvidia-Rechnung, genau. Die Titan Z besteht ja aus zwei Titan Blacks. Und eine Titan Black kostet 1.000 und ja, 1.000 plus 1.000, weil eine Titan Z aus zwei Blacks besteht. 1.000 Dollar plus 1.000 Dollar sind 3.000 Dollar, ganz einfach. Ja, das ist die Rechnung von Nvidia, aber die soll wohl vielleicht sogar 4.000 kosten, was totaler Quatsch ist. Ja. Die Karte. Und die 295 X2 von AMD, die kostet halt bloß 1,4. Was heißt bloß? Ist auch schon schweineteuer. Ja. Aber sie kann halt auch noch mehr, das ist das Gute daran. Wenn man denn ein entsprechendes Netz hat, was das Ding auch aushält. Denn, das muss man dazu sagen, das wissen ja auch viele nicht, die AMD-Karte, die 295 X2, die verbraucht so viel Strom, dass es außerhalb der Spezifikation von PCI Express liegt und nur bestimmte Netzteile dazu empfohlen werden, weil ansonsten kann der PC abbrennen. Ja, Netzteil kaputt ziehen, weil da einfach so viel Saft rausgesaugt wird aus dem Netzteil. Ja. Das ist schon nicht ordentlich, nicht wenig. Und ja, Terra geht droppen. Terra hat er schon Stim? Werden wir gleich sehen. Hat er Stim? Hab ich noch gar nicht gefragt. Ja, Stim ist fertig, aber Zerg reagiert auch sofort. Zieht seine Workerchen hier ab. Jetzt wird auch hier gestimmt. Die Marines drehen völlig durch. Plus 1 ist auch gleich fertig. Auf der anderen Seite auch schon das dritte CC. Also das sieht gut aus, was der hier spielt. Ja, immer mehr Overlords versammeln sich hier vor der Bude. Da hat er einen kleinen Waypoint fehlt. Ein paar Roaches spawnen. Der Pool geht fast down, aber er lässt auch alle sterben. Na, er hat hier Focusfire auf den Pool noch. Nö, 1.500 brauchst du nicht. Also das ist übertrieben. Der Bastiaka meint im Chat gerade was von 1.500. Nein. Die PCGH, ich habe das in der Zeitung gelesen, die haben die schon getestet, die haben es mit einem Enermax Platimax getestet, 1200 Watt Netzteil und das musste schon ganz gut rödeln. Ja. So, jetzt kriegt er hier die Overlords noch abgerissen, die wie gesagt hier vor der Bude stehen, da vier Stück, ist natürlich ärgerlich, wenn es mal einer ist oder so. Ja. Und vielleicht auch zwei auf High, auf Pro-Niveau wäre zwei schon fatal. Ja. Aber jetzt, selbst hier auf Casual-Niveau würde ich sagen, vier Overlords ist halt hier schon, wir sehen es ja da auch enorm. Ja, Roaches jetzt hier ein paar auf der Map 1-1 kommt, Roach Speed kommt. Also er gibt auch langsam Gas hier, der Zerg. Ja, Terra ebenfalls, weitere Baracken, drittes CC kommt gleich. Ja, Netzteil empfohlen, 1500, schreibt der Bastiaka. Ja, es ist aber eh immer übertrieben, ja. Bei meiner Karte stand drauf 750, glaube ich. Und was habe ich? Ich habe 500 und selbst das ist zu viel, ja. Aber bei der 295 ist das schon was anderes, das ist richtig, weil die halt extrem viel Dampf braucht. Aber in der Regel halt, nicht, wenn du da eine Grafikkarte kaufst, wo 600 Watt draufsteht, dann kannst du dir eigentlich fast sicher sein, dass das mit einem 400 Watt Netzteil auch funktioniert, wenn es ein gutes ist. Ja. Das ist halt einfach nur, um sicher zu gehen, damit halt auch diese Billig-Schrott, Aldi und Mediamarkt Netzteile das auch hinkriegen. Ja, so eine etwas bessere Grafikkarte zu befeuern mit das Strom. So, jetzt geht's los mit Roach 1.1, Bio 1.0. 1.1 braucht noch ein bisschen länger. 2.2 läuft schon beim Terraner, beim Zerg. Und das Infestation-Bit kommt, ebenso wie die vierte Base. Also er ist ganz gut, muss ich meinen. Auch der Terraner spielt hier super. Ja, also dafür, dass es hier Silber gegen Platin sein soll, wüsste ich jetzt nicht, wer hier Silber und wer Platin ist. Weil beide hier vom Makro, von den Upgrades und so weiter und so fort ziemlich gut sind. Und er hat hier außerordentlich viele Medivacs. Und die helfen ihm hier, weil jede Unit hier fast sein eigenes Medivac hat. Und das... Ja, Stim vergessen. Ja, sehr gut. Deine Grafikkarte braucht... Oder dein PC braucht im Leerlauf 300 Watt. Was hast du denn für ein PC? Ach ja, du hast ja irgend so einen krassen 2011er Sockel gehabt, ne? Das ist ja eh auch Schwachsinn. So ein 3820 i7. Der totale... Ne, ich sag's nicht. Es ist eine gute CPU, ja. Aber der Sockel ist halt völlig... Der verbraucht halt auch sehr viel, das ist richtig. Das ist richtig, ja, das ist richtig.
Einer verbraucht 90 Watt im Leerlauf und unter Last 350-400 mit Monitore. Hunger. So, Rodges, Only, Bainlinge, Infestationer, ja, Infestation Pit. Guck an, will er nochmal droppen in the Main oder auch nicht. Aber wo scannt er denn? Ah, er guckt hier die Bude an und da unten stehen die Jungs. Ach, jetzt hast du den 39-30. Ah, ja gut, das ist ja nochmal nicht gut. Ja. Eieiei, hat der Kohle, hat er sich in i7 39-30 geholt, alter Verwalter. Der ist aber auch nur zum Prollen da, nicht? Weil so zum Spielen, der nützt ja nichts. Also nicht, was ein 45-70 nicht auch gekonnt hätte. 46-70. Stromverbrauch für die Bundesbahn, ja, und der kommt hier nicht durch mit seinem bisschen Bio, weil es sind zu viele Roaches mit 2-2, ja. Wie gesagt, das darf man nicht verwechseln, hier Technik-Talk im Replaycast, das ist hier super strong, es geht einfach ab hier, guck dir die Scheiße an, 30 Blocker mehr für Zerg, 75, das ist schon mal ganz gut, die dritte hier zum Liften gezwungen, die SUVs alle Schrott und er fightet hier nicht, das ist gut, ja, er zieht sich zurück, also das ist hier eine gute Entscheidung gewesen. Ach so, den hattest du schon immer, ich dachte, du hättest den 38-20 gehabt, den anderen. Da meinte ja letztens hier Sudus, nicht? Der hat sich übrigens auch seitdem nicht mehr gemeldet. Wisst ihr das noch, wo ich hier, da war Livestream oder was, hat er mich ja angequatscht hier, er will einen PC für seine Oma haben. Ja, das soll auch ein guter PC sein, der kann ruhig 1000 Euro kosten, die will auch Spiele spielen. Ich sag's ja, was spielt deine Oma denn? Ja, so Solitär und Mahjong und sowas. Ja, alles klar. Weil da ja nicht auch irgendwie ein 300 Euro Office-PC für reicht oder irgendwie eine APU von AMD oder so, weißt du? Oh nein, da brauche ich i7 für und eine Titan, Alter, für Mahjong, Alter. Und dann meinte er, ja, ich melde mich dann die Tage nochmal wegen Geld und so. Ja, das war vor einem Monat. Ja. Oder letztens hat er mich angeschrieben, hier, ich will mal ein Turnier machen. Hatte mir einen Kontoauszug von ihm geschickt. Von sich. Ein Screenshot von seinem Kontoauszug. Hier, guck mal, ich habe Geld. Wollen wir einen Cup machen? Ich so, ja, schick mir das Geld, dann machen wir was. Vorher laberst du eh wieder nur rum und es passiert nichts. Ja, nee, ich bin jetzt anders. Ja. Geil. Sehr strong. Ja, Speedling, Baneling, Roaches, Infestor gegen Bio. Ja, ich schreibe ihm nachher nochmal den guten Sudus, was jetzt nur ist mit seinem Cup, den er machen wollte, und mit seinem 1000-Euro-PC für die Oma, damit er Mahjong spielen kann oder wie. Oh, der Makros ist auch mal wieder da. Yeah, und der Zerg macht hier gerade einen Riesenfehler, denn er geht hier die Rampe hoch, geht einmal hier lang und geht hier hinten rum total in den Terraner rein, der sich jetzt hier schön breit macht, wie man sieht. Das war ein bisschen blöd. Ja? Wenn er hier mal geguckt hätte, erstmal hier einen Link hochschicken, wo ist denn überhaupt der Terraner, wie steht er denn, was macht er denn, wo ist er denn? Ja, dann hätte er sich vielleicht mal überlegen können, eine Truppe Units vielleicht von hier zu schicken, eine Truppe von da und vielleicht sogar auch noch was von hier oben. Ja, aber anstatt, dass er das macht, rennt er hier einmal komplett rein und wird wahrscheinlich komplett abgerissen. Ne? Also hier und da nochmal ein Fangel. Er macht auch vom Terra einiges kaputt, aber wenn man halt sich mal anguckt, wie das Supply sich verhält, weil er ja, 200 zu 170, also der Zerg hat 30 Supply mehr. Ja, Army Supply ist zwar gleich, 120, 120, aber trotzdem, ja. Ne? Das ist halt einfach Kacke, ja, wie er hier hochrennt. Da ist ja gar nichts. Gehen wir mal da. Der Makros hat einen 46,90, hat er sich also einen Haswell Refresh geholt. Das ist aber auch sehr schön. Ja. Der muss ja dann neu sein. Der ist ja ganz neu, der kam erst raus hier. Oh. Ja, Terra reißt den Zerg ab, aber Zerg hat schon eine fünfte Base, ja, und er hat halt auch 80 Worker, ja, das ist halt schon mal eine Marke. Ja, aber man sieht halt hier, was, das war kompletter Rape, ja, er hatte 30 Supply mehr, ja, die er jetzt ja auch immer noch hat, das waren halt die Worker, Army war ja gleich, aber das war halt komplett nicht gut eingesetzt. Ja, Bastiaka sagt, es gibt jetzt eine 87 Ti, die stärker als eine Titan ist. Das war schon immer so. Also, das ist mir nichts Neues, dass die Ti ist schneller. Ja.
Das Lustige ist jetzt auch an der Titan Black, ist eigentlich das gleiche wie eine 87 Ti, nur dass sie halt doppelten Speicher hat und diese Double Precision Renderleistung hat, die man aber zum Spielen eh nicht braucht. Und ist total die Verarschung, was Nvidia da macht. Ja, vor allem, wie viele Karten die da haben, ja, die haben eine Titan. Die haben eine Titan Z, Titan Black als Nachfolger, dann die 780 und die 780 Ti. Das ist doch total vier Karten, die mehr oder weniger alle den gleichen Chip haben, nur halt mehr oder weniger ein bisschen beschnitten sind. Das ist totaler Quatsch. Und die Leute kaufen es, ja. Ich soll in den IRC-Chat kommen. Da muss ich mich erstmal einloggen. Da musst du mir das gleich nochmal schicken, falls mir da einer was geschickt hat. So, wir haben nochmal einen Drop gesehen in die Main. Roaches, jetzt nicht mehr so viele, sondern Hydra, Infestor. Sowieso, was Nvidia macht, da freuen sich die Leute. Oh, hier wieder eine neue Karte, super, hier habt ihr. Shut up and take my money. Ja, aber wenn AMD mal hier und da sich was erlaubt, dann hier AMD, scheiße, hier so ein Schrott, die können nichts, hier billiger Scheiß. Ja. Ach, wenn Nvidia das macht, ist nicht so schlimm. Kein Problem. So, IRC, Herr Dragman, ich bin da, was ist los? Ja, ich habe eine 780 OC, die so schnell ist wie eine 780 Ti. Also meine GTX 780 OC ist mit meinem Übertaktungstakt ungefähr so schnell wie eine 780 Ti oder eine Titan. Das ist schon ordentlich. Soll jetzt kein Proll sein, aber es ist halt einfach, das sind so wenige Prozente nur dazwischen, immer zwischen den Karten. Aber halt vom Preis, nicht? Eine 780 Ti kostet halt 400, 500 Euro und eine Titan kostet halt 1000. Und die Ti ist die bessere Karte, das ist halt das Lustige daran. Und jetzt gibt's ein paar Banelinge! Junge! Und Serk hat halt gute 85 Worker, kann bauen. Und Bio aufgespreadet, immerhin schon mit 2-2. Der Zerg geht jetzt hier auf 3er Attack. Hier oben auch schon die goldene Waffe. Wie Take sagen würde, Burrow und plus 2 Milli Infestation. Infestation Bit Ultralisken, Bude und hier die Banelinge. Haben die schon Baneling Speed? Ja. Ja, das Planetary. Ah, ganz knapp. Wenn er gleich direkt draufgegangen wäre, hätte er es abreißen können. So leider nicht. Denn da ist er erst unschlüssig gewesen. Er ist erst so ein bisschen hier in diese SUV-Richtung gefahren, aber gut. Ja, Dragman, was los mit dir? Ich sollte für dich ins IOC kommen. Ich bin da und ich erwarte jetzt 5000 Euro Prämie. Was? Hier bohrt noch einer um halb zehn. Was ist mit dem denn los? Speedling, Baning, Rotch, Hydra, Infestor, alles. Und Ultralisk und Spire, alles. Komm. Oh, hier. Ah, hier, er rennt zurück, weil Terra ein bisschen am Kopf ist. Ah, und hier nochmal ein paar SUVs am Wegschmeißen. Ah. Vielleicht mal Abendbrot machen. Lecker Hunger. Hunger, Papa, Hunger. Ja? So, beide sind auf 200 zu bleiben. Ich weiß nicht, warum er hier SUVs wegschmeißt. Auf jeden Fall Zerg hier wieder total dumm. Zerg schon wieder. Was ist denn das? Er hat jetzt über den Watchtower gesehen. Alles klar, Terra steht da oben. Warum schickt er jetzt nicht wieder einen Teil seiner Units hier so rüber und macht dann so eine riesige Zange, Flank, Zeiten, bla, Zangenbewegung? Nein, stattdessen renne ich hier wieder volles Fund einfach geklumpt rein. Das ist doch Quatsch. Ich meine, wenn das der Silberspieler ist, ja, dann kann das vielleicht nicht besser. Ja, die Fangels kommen jetzt vereinzelt noch, aber es ist zu spät. Ja, Evelyn Harper, zu wenig, zu spät. Kriegt hier wieder alles zusammengeschossen. Ja, jetzt gibt es Linie. Typisch. Ja, 6000 Kohle, er braucht mal ein paar bessere Injects. Oder, ja, er sieht hier Mass Over Energy, keine Eier an der Hedge. Ja, das sieht man halt, der kriegt das Makro. Also er spielt ziemlich gut. Wenn das der Silberspieler ist, dann Hut ab, ja, weil er upgrade-mäßig am Anfang sehr, sehr gut dabei war. Er hat ein sehr stronges Makro eigentlich. Dafür passen die Injects nicht, aber es ist halt Silberspieler, so wie es scheint. Ja. Und dann, er kann ja nicht alles super machen. Aber für einen Silberspieler spielt er schon gut. Aber wenn er das halt noch besser in den Griff kriegen würde, dann wäre es noch besser. Und der Terra ist halt auch nicht so übel hier. Ja. Haut ihm ja ordentlich zu Brei. Ja.
Er macht das auch gut und nutzt natürlich auch noch so ein bisschen die Fehler aus vom Zerg. Denn wer weiß, was passiert wäre vorhin schon dieser Initial Attack, sage ich jetzt mal, wo der Zerg komplett mit einem Kram hier hinten rumkam, wenn er da halt diese Rampe und von unten hochgekommen wäre, dann hätte das auch übel aussehen können für Terra, weil wo soll er denn dann hinspreaden, wenn der Zerg von allen Seiten kommt? Ja, aber wollen wir da die Leistung hier nicht schmälern, er spielt auch ziemlich strong, aber da kommt nochmal einiges an Banding, aber die Marauder decken sich auch, ach, super Banding. Da muss schon ein paar mehr Bailinger auffahren hier, damit ich hier... Und die Ultras kommen hier nicht raus. Hier, das ist natürlich auch blöd und er merkt es nicht. Ja? Ah, wie ärgerlich, dass er hier nicht checkt, dass da die Ultras nicht rauskommen. So, Trackman, was ist jetzt nur im IRC? Ist da etwas Besonderes? Sonst kriegt er nämlich wieder raus. Betrug. So, nochmal Barracks. Gibt es eventuell noch ein weiteres CC? Obwohl hier könnte eh noch ein bisschen was ausgelastet werden. SCV hat da 50, Zerg auch nur noch 60, hat 20 Probes verloren. Ja, 20. Ja, hier natürlich die Echse hier komplett abgerissen. Ja, Makros sagt im Chat gerade, er hat sich nur eine Nvidia-Karte gekauft, weil es Watch Dogs dazu gibt. Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Das ist ja mit der Pfeile in letzter Zeit auch wieder mit dazugekommen. Früher war das gang und gäbe, dass wenn du dir eine Grafikkarte gekauft hast, dann lag da ein Spiel mit drin. Ja, das war ganz normal früher. Oder mehrere Spiele. Oder Brennprogramme beim Brenner oder so. Richtige Vollversion, nicht nur irgendwelche scheiß Shareware und Trial-Fuck wie heute. Ja, wenn du dir eine Grafikkarte oder was gekauft hast, da lagen da 2-3 Spiele drin. Das war völlig normal. Normal, ja. Dann gab es jahrelang gar nichts und dann kam der AMD mit dem Never Settle und dann ist jetzt auch AMD wieder so ein bisschen, Nvidia wieder so ein bisschen mit dabei. Da gab es dann irgendwas für World of Tanks, Ingame-Währung, toll. Oder für Dota, irgendwas, super. Ja, da war AMD schon ein bisschen besser dran. Mittlerweile hat aber auch Nvidia da aufgeholt. Da gab es dann so Spiele wie Watch Dogs oder Batman und Tomb Raider oder sowas. Oder nicht, da gab es dann auch so ein paar bessere Geschichten. Aber das Never Settle, denke ich, von AMD ist dann doch ein bisschen besser. So, wir haben jetzt hier unten eine Drop-Action gesehen, die Zerg hier aber verteidigen kann. Die Armee flitzt da schon mal runter. Und der hat jetzt hier auch ein weiteres CC im Bau. Also wie gesagt, makrotechnisch hier und da kleinere Aussetzer, aber insgesamt finde ich es gut. Ja, vor allem von ihm, dass er Kohle, Upgrades und so am Anfang. Jetzt lässt es natürlich ein bisschen schleifen, weil er hier so ein bisschen durcheinander gebracht wird. Und wenn er jetzt hier noch ein bisschen besser injecten würde, damit er die Kohlen besser ausgeben kann, oder konnte, oder hätte besser ausgeben können vorhin, dann sehe ich da bald großes Potenzial nach oben. Genauso wie bei ihm natürlich, der jetzt hier auch schon mal provisorisch Tore mit reingemixt hat, die natürlich gegen die Ultras sehr strong sind oder den ein oder anderen Mutalisk, falls da einer käme, kommt aber keiner. Dafür kommt hier nochmal Le Drop. Ja. HDMI-Kabel für meine Grafikkarte. Oh, das ist gut. Ja, ich habe letztens auch eine Grafikkarte gesehen für 70.000 Euro, glaube ich, bei Amazon. Aber hier, der Dragman zeigt mir gerade einen HDMI-Kabel. DVI zu HDMI für 9.000 Euro. Sehr gut. Hier, ich schicke euch mal den Link, könnt ihr euch auch mal im Chat angucken. DVI zu HDMI für nur 9.000 Euro. Das ist doch mal ein Geschenk. Ja, wann ist Community Grillen? Ist auch eine gute Frage. Juli frühestens, weil dann der Mike D. kann nicht früher. Ja, Mike soll auch kommen, oder ich würde es gerne, dass er da ist und er kann nicht vor Juni oder Juli, glaube ich. Ja, Juli. Ja, wieder Zerg mit so einem Wahnsinns-Engagement, rennt hier wieder komplett rein, aber diesmal könnte es klappen, weil er hat ganz ordentlich was. Ne? Die Ultras sind dran, ist aber auch gleichzeitig hier am Droppen der Terra. So, jetzt haben wir die Armee abgerissen, jetzt gehen wir wieder nach Hause oder was? Ah, jetzt geht's weiter. Zerg, Junge. Ja, Community Grillen ist auf jeden Fall geplant. Ja. Wird dann wohl auch diesmal etwas günstiger. Letztes Mal haben wir ja 12,50 Euro pro Person. Diesmal machen wir dann, glaube ich, knapp 10er, weil wir müssen ja keinen Grill mehr kaufen und keine Pizzakarnitur. Ich habe ja Tische und Bänke, habe ich ja gekauft letztes Jahr. Und wohl im Juli, August, wo es dann vielleicht noch heißer ist als jetzt.
Ja, jetzt hat eventuell der Zerg doch noch den Terraner brechen können. Der hat jetzt hier noch seinen Haufen Medivacs. Da nochmal ein paar Apparate. Ja, hier unten die Base hat er nochmal abreißen können. Sehr gut, das wird reinforced mit Lingen 3-3. Haben die denn schon... Ja, die haben auch schon das Adrenaline Glance Upgrade. Ja, da kommt der Fangel. Ja, wurde besiegt. Zerg gewinnt. Nicht übel. Wie gesagt, wenn da die Injects noch besser kommen. Ja. Und das sah schon besser aus als den Zerg, den wir vorhin gesehen haben, der halt dann das ganze Spiel über Roach Hydra gespielt hat und dann, so bis zum Midgame kam er damit noch gut mit, aber dann auf einmal standen da Kolosse und Storm und Archons und der stand nach wie vor mit Roach Hydra da und dann, oh, geht ja gar nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Das war ganz ordentlich und diesmal war der Herr Biohazard, der Zusender wohl. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt der Silber oder der Platin war. Auf jeden Fall war es von beiden. Also ich könnte das jetzt nicht auseinanderhalten, wer hier Platin und Silber war. Es war von beiden auf jeden Fall gut gespielt. Der Terra hat ordentlich gedroppt. Der Terra hat hier schön geäxt. Upgrade, supi. Ja, Zerg war auch gut hier. Alles voll geäxt. Banelinge, Infestor, alles dabei. Zack. Ja, jetzt war es das letzte Replay für heute. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich Watch Dogs, wollte ich gerade sagen. Wolfenstein weiterspielen. Und klopft euch rein, ich muss weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Und schickt mir wieder Replays, Leute. Ich habe keine Mails mehr. Alles weg.